In einem von meinen letzten Videos habe ich euch ja gezeigt, wie man sich hier diese Vorrichtung bauen kann, um exakte Dübelverbindungen herzustellen. Als ich die Vorrichtung in diesem Video zum ersten Mal benutzt habe, war ich super, super happy, weil es sehr genau war. Es war sehr einfach, das alles einzustellen. Und wenn man es einmal eingestellt hat, kann man sehr viele Verbindungen herstellen. Dennoch gab es sehr, sehr viele Kommentare, die geschrieben haben, na, das ist gar nicht so cool, wie du denkst, Philipp. Es wäre ja viel einfacher, hier so eine Vorrichtung zu benutzen, um diese Dübellöcher zu bohren. Da seid ihr halt schon relativ schnell begrenzt, was die Materialstärke angeht, denn das hier könnte man zum Beispiel nicht mehr bohren, weil das Material zu breit wäre. Es ist zu zeitaufwendig, alles zu markieren. Wenn man es denn eh markiert, warum kann man es dann nicht einfach so bohren? Es gibt ja auch noch diese Zentrierspitzen. Da macht man die einfach in die Bohrlöcher rein. Man kann die nebeneinander legen und mit einem kleinen Klaps kann man das Ganze dann verbinden. Das mag zwar alles irgendwie funktionieren, aber in meinen Augen ist meine Vorrichtung dennoch viel besser. Das will ich dir an dem heutigen Projekt beweisen. Also bleibt unbedingt dran. Ich werde was Schönes bauen und werde dann nochmal demonstrieren, wie man diese Vorrichtung hier benutzt. Ganz wichtig, wir brauchen Holz. Damit geht's jetzt los. Hier sehen wir jetzt die ganzen Teile, die wir hergerichtet haben. Das sind alles schöne Kanthölzer. Die sind jetzt auch nur gehobelt und zugeschnitten. Die Fasen sind noch sehr, sehr scharf. Darum werde ich mich aber später kümmern, weil ich eh noch an ein paar Teilen ein bisschen was zuschneiden muss. Ich werde jetzt alles nach und nach abarbeiten, damit ich meine Vorrichtung einmal einstellen muss und dann direkt alles abbohren kann. Die Stirnlöcher mache ich jetzt als erstes. Als erstes habe ich mir jetzt hier für die Stirnlöcher erstmal einen Mittelstrich gezogen. Das habe ich mit dem Messschieber gemacht, habe das angekratzt und habe es danach mit dem Bleistift ein bisschen deutlicher gemacht. Den Tisch schwenke ich jetzt drüber. Ich stelle das jetzt mal grob ein, damit ich ungefähr auf der Mitte bin. Und arretiere jetzt erstmal meinen Tisch. Und jetzt mache ich eine zarte Bohrung. Nachdem ich jetzt hier ein Kontrollloch gebohrt habe, messe ich hier einmal in die Mitte, ob das Ganze auch mittig ist. Das sollte okay sein. Und jetzt kann ich mir die Breite von meinen Löchern anreißen. Hier habe ich mir jetzt ebenfalls die Bohrlöcher markiert und da muss ich jetzt auch einfach das Ganze am Anschlag bohren. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde, das ist so cool, wenn man was gebohrt hat, speziell bei Dübeln, und das passt danach noch einigermaßen gut. Ob das Ganze passt, werden wir gleich sehen, aber ich denke, das wird schon okay sein. Das obere Stück noch. So sieht eine Verbindung aus. Wir haben hier einen minimalen Versatz,
Aber wenn wir damit später fertig sind, wird man das kaum noch sehen können. Leider habe ich an genau einer Stelle einen kleinen Versatz. Da habe ich aber hier oben das Teil falsch gebohrt. Das werde ich gleich nochmal neu bohren. Da ist das Loch zwar ein bisschen größer, aber da werden wir dann einfach ein bisschen mehr Leim reinpacken. Denn so wie es jetzt derzeit zusammensteckt, ist es wirklich extrem gleichmäßig. Also wir haben ja echt wirklich so gut wie gar keinen Versatz. Und ich denke, mit dieser selbstgebauten Vorrichtung aus Holz kann man das hier auf jeden Fall mal machen. Cool. Mir ist gerade aber auch noch direkt eine Idee gekommen. Und zwar ist es ja so, ein Versatz sieht man dann sehr genau, wenn man versucht, sehr genau beide Stücke aufeinander laufen zu lassen. Wenn jetzt hier dieses Teil auf beiden Seiten 3 mm schmäler wäre, würde man diesen Versatz gar nicht mehr wirklich sehen, denn hier dieser Versatz, das ist kein Millimeter. Ne? Das ist weniger als 1 Millimeter, dem wir hier ungleich sind. Das kann man erkennen, wenn man drüber fährt und das Ganze gleich dick sein soll. Wenn es jetzt aber 3 mm auf jeder Seite schmäler ist, dann wird man es gar nicht mehr erkennen. Und aus dem Grund werde ich jetzt hier diese Seitenteile noch auf beiden Seiten ein bisschen schmäler hobeln. So wie die Teile jetzt im Moment hier aber noch stehen, wäre das, glaube ich, ein bisschen wuchtig, gerade hier mit diesen Kanthölzern, die bis hier vorne in die Front gehen. So stabil muss es auch gar nicht sein, deswegen können wir jetzt hier so eine leichte Schräge anzeichnen. Hier gehen wir mal 20 von weg. Schöne finde ich ist, wenn das Ganze immer so zusammengebaut ist, dann kann man sich besser vorstellen und entscheiden, ob diese Form zu diesem Möbel besser passt. So, verrutschen sollte man natürlich nicht. Ich denke, das ist okay. Da das jetzt nur 2 Teile sind jeweils, werde ich das einfach an der Bandsäge zuschneiden. Gell immer. Nee? Doch. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin super happy, wie das Ganze geworden ist. Das ist alles schön rechtwinklig und es ist vor allen Dingen mordsstabil. Ein klitzekleiner Hinweis, die Rohrschraubzwingen sind endlich wieder verfügbar. Schau einfach in die Videobeschreibung, dort findest du einen Link zu meiner Webseite. Sie sind endlich wieder verfügbar, kann ich nur dazu sagen. Was jetzt noch fehlt, ist ganz klar, und zwar ist das hier oben eine Platte, damit man auch etwas darauf abstellen kann. Da werde ich dir das Holz auch gleich noch zeigen. Und wunder dich nicht, ich werde direkt ein bisschen mehr Holz vorbereiten, denn ich habe mir noch was Cooles überlegt, wie man hier das Ganze noch ein bisschen nutzen könnte. Das siehst du aber ein bisschen später. Als erstes kümmern wir uns jetzt hier um dieses Holz. Diese Fläche hier ist nicht ganz so groß, deswegen kann ich da hinten mein selbst zugeschnittenes Holz einwandfrei dafür benutzen. Da sind die Bohlen nämlich nicht so groß. Die müssen wir aber erst einmal kurz bergen. Hier haben wir ein schönes Kirschenbrett. Das habe ich vor ein paar Jahren selbst mit der Motorsäge sogar noch aufgetrennt. Ein sehr schönes Stück. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du auch schon mal Holz selbst zugeschnitten hast und das dann zu einem Projekt verarbeitet hast. Das ist ja mit so der gesamte Weg. Also mehr geht ja nicht. Baum fällen, Baum zuschneiden, Baum trocknen und dann was draus bauen. Finde ich ganz schön. Vor allem, ich kann immer sagen, wo dieser Baum hier gestanden hat, aus dem das Ganze auch gefertigt wurde.
zumindest mal zum Teil bei diesem Projekt. Ihr werdet gleich sehen, wie das Ganze fertig aussieht, aber als erstes müssen wir jetzt ein bisschen Finish draufpacken. Und wie immer kommt mein eigenes Finish hier zur Nutzung. Ihr seht schon ein paar Ausschnitte im Hintergrund, also ich bin echt super happy, wie das Ergebnis geworden ist. Speziell hier oben die Kirschholzplatte gefällt mir richtig gut. Ist halt schön, weil ich halt weiß, ich habe Holz geschnitten und jetzt sehe ich es endlich hier auf dem Möbel. Ihr findet in der Videobeschreibung auch so ein paar Links, wie gesagt, das Finish, die Rohrschraubzwinge und so ein paar andere Dinge, die ich hier in diesem Projekt benutzt habe. Für die Leute, die es wissen wollen, ich habe hier Jutenmatte benutzt und genau, die habe ich aufgeleimt, das funktioniert ziemlich gut, schaut nur, dass er nicht auf einer dreckigen Arbeitsfläche das Ganze macht, dann sieht es nämlich so blöd aus wie bei mir, da war die ganze weiße Farbe als Hintergrund hinten dann drauf, deswegen habe ich einfach noch eine Schicht von dieser Jutenmatte drauf gemacht und das Ganze gefällt mir ganz gut. Wenn dir dieses Projekt gefallen hat, dann würde es mich wie gesagt sehr, sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du zukünftige Projekte nicht verpassen willst, dann würde es mich ebenfalls freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Dann werden dir weitere Projekte halt eben vorgestellt. Kleiner Spoiler, ich plane noch ganz, ganz viel cooles Zeug zu bauen, sei es Möbel, noch so die ein oder andere Maschine. Und da wirst du dann einfach besser Bescheid bekommen. Ich bin weiterhin der Meinung, dass diese Vorrichtung hier wirklich richtig gut ist und wenn man eine Säulenbohrmaschine hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall, sich sowas dafür zu bauen. Wenn man eine Tischbohrmaschine hat, dann muss man vielleicht so ein bisschen umschauen, dass das unten halt passt, weil man da nicht so viel Hub hat von der Bohrmaschine und die generell ein bisschen kleiner gebaut ist. Aber auf jeden Fall finde ich, dass das eine richtig, richtig gute Alternative zu einem Domino oder zu einer Dübelfräse ist. Duodübler, ich glaube, so heißen die Teile. Es ist halt viel günstiger, es ist ein bisschen Plattenmaterial, was er für die Vorrichtung nur braucht. Außerdem ist noch geplant, dass ich mir eine eigene Maschine dafür baue. Deswegen kann da niemand sagen, dass man das Projekt nicht mehr nachbauen kann, weil man sich so eine Maschine nicht selbst gebaut hat. Mit dieser Vorrichtung kann man das alle Male auch noch tun. Also, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.